Oje, arme Eden Boaecki. In einer traurigen Beichte schüttet die Beauty nun ihr Herz aus und lässt ihren Gefühlen über ihre Let's-Dance-Teilnahme freien Lauf. Es wird nicht ruhig bei Eden Boaecki. Erst vorletzte Woche musste die Blondine eine harte Kritik von Joachim Lambi verkraften. Auch am vergangenen Freitag gab Eden alles leider ohne den erhofften Erfolg. Doch damit nicht genug. Obwohl sich Eden am vergangenen Freitag in ein waschechtes Starlet à la Marilyn Monroe verwandelte, konnte sie mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov gerade mal 13 Punkte für sich gewinnen. Für ihren Auftritt schlüpfte Eden in ein elegantes Kleid und bestach durch dezentes Make-up. Eigentlich ein wahr gewordener Mädchentraum. Doch nicht für Eden. Wie Eden berichtet, fühlte sie sich bei ihrem vergangenen Let's-Dance-Auftritt nicht besonders wohl. So erklärte sie gegenüber Promi Flas: "Ich habe mich schon ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich mich so nicht kenne. Und dann hatte ich da noch den Lambi sitzen, der mich letzte Woche so hart kritisiert hat, und dann wurde ich komplett leise." Die Arme. Aufgeben kommt für Eden jedoch nicht in Frage. So fügt sie hinzu: "Nächste Woche versuche ich wieder, ich selber zu bleiben. Und da ist mir alles egal. Auch wenn ich falle. Ich versuche, die Angst und die Aufregung wegzubekommen." Ob ihr das gelingen wird? Wir drücken ihr dafür jedenfalls die Daumen.